Ja, willkommen zurück hier an der SAE in Berlin. IMSTA 2021. Buy the software you use ist so dieses Motto von der IMSTA. Ne, ist total wichtig, die Plugin-Hersteller, die virtuellen Instrumentenhersteller zu unterstützen, die Software zu kaufen, damit es einfach weitergeht, damit man einfach wieder neue kreative Tools hat. So. Ja, bei mir ist heute hier Alex Niepel, Teil der Broke Boys. Du hast auch etliche Plugins irgendwie mitgebracht. Du wirst uns irgendwie ein paar Sachen erzählen, Genau. so, was man damit machen kann. Es geht vor allem irgendwie um Hip-Hop, um Trap-Beats. Es geht darum, wie kann man Fehler ausmerzen, wie kann man irgendwas vermeiden, wie kann man was besser Genau. klingen lassen, so. Richtig, genau. Bevor wir einsteigen, nochmal ganz wichtig für euch, wenn ihr das guckt auf unserer Seite The Producer Network, dann überlegt euch, ob ihr euch auch auf dieser imsta.org-Seite registrieren wollt. Warum dort registrieren? Ihr könnt dann einmal noch in die anderen Räume gehen. Da werden Produkte vorgestellt. Das könnt ihr auf der Imster-Seite auch rausfinden, wer jetzt zum Beispiel gerade da was vorstellt. Obwohl, das würde ich euch natürlich nicht raten, weil wir haben hier auf jeden Fall interessantes Zeug heute jetzt zu sagen. Aber ihr könnt dann, wenn ihr euch registriert habt, an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Und da gibt es dann heute Abend auch noch auf jeden Fall Plugin-Software zu gewinnen. Und ihr könnt auch die Info nochmal da abrufen, was für Plugin-Angebote es jetzt gerade gibt. Und Thomann hat auch im Zuge der IMSTA nochmal spezielle gute Deals für die IMSTA-Leute gemacht. Ja, wir haben schon Richtig, gerade gesagt, ne, richtig, schade, richtig. dass es nicht wie vor ein paar Jahren so ist, dass man hier durch die Räume einer SAE zum Beispiel gehen Naja. kann und nochmal von Hersteller zu Hersteller und nochmal ein Bisschen connecten, bisschen bisschen connecten, bisschen chatten. Live-Feedback kriegen, mal die Leute treffen, die man online vielleicht schon, mit denen man online schon zu tun hatte, so, das ist schon ein bisschen schade. Aber wir sind jetzt hier, wir machen das Beste Ja, draus, was ist hätte trotzdem dich schön. interessiert? Wäre es jetzt gäb's was irgendwas Spezielles, was Oh, dich jetzt so interessiert ich hätte? muss sagen, ich glaube, es ist Eventide mit diesem Split-EQ. Das Mhm. finde ich sehr interessant. Da hätte ich mal gerne ein bisschen, also mal geguckt, ob man da irgendwie in diese Richtung was gefunden hätte. Okay. So, weißt du? Also so ein Ja. bisschen auch mit den Herstellern connecten. Mal gucken, was es so für Neuigkeiten gibt. Also dieser Split-EQ reizt mich gerade sehr doll. Sag, erzähl kurz, was macht der Der Split EQ? Split-EQ bietet die Möglichkeit, dass du Transienten gesondert von dem eigentlichen Signal EQen kannst. Das Ah, ist okay. natürlich der Hammer. Also Ja. es spart viele, also es löst viele Probleme, finde ich. Ja. 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 Genau. Ich glaube, auch viele andere Plugin-Hersteller werden da wahrscheinlich nachziehen, weil es schon eigentlich eine sehr sinnvolle Technologie. Aber das ist so, glaube ich, das sind so die ersten Plugin-Hersteller, die es gemacht haben, und ich würde es auf jeden Fall mal abchecken. Ja, Ja. ganz geil. Broke Boys, erzähl ein bisschen, wie ist dein Werdegang so zum Producer, zum Mixing Engineer in Ja. dieser Kollaboration auch Ja, irgendwie so? es ist eigentlich eine sehr schleichende Geschichte gewesen. Also ich habe angefangen so 2012 oder 13, so nach dem Abi, als Bedroom-Producer, ganz normal. Und habe lustigerweise mit Leuten connected, also eigentlich auch eher hobbymäßig, übers Internet aus den USA. So, und es waren ein bisschen kleinere Künstler, aber es sind auch mittlerweile so Leute, die sind schon ein bisschen größer. Und habe mir dann so ein kleines Online-Following aufgebaut und habe halt ne, mit den, ne, hab mich halt so ein bisschen nach außen getragen. Und dann habe ich irgendwann Ende 2013 oder 2014, habe ich mit der SAE angefangen, mein SAE-Diplomastudium, und habe dann übers Internet Greeny, also meinen Partner in Crime, kennengelernt Ja. und noch viele andere Produzenten hier aus Berlin, die jetzt alle auch wirklich Rang und Namen haben. Also so ein AT Beats zum Beispiel kenne ich schon seit dieser Zeit, ein Sonus und so. Genau. Und ja, dann haben wir halt Broke Boys, also Greeny und ich und damals noch ein anderer Kollege, haben Broke Boys geformt, einfach weil wir in der Regel an denselben Projekten gearbeitet haben und so ein, ja, so ein Zusammenschluss bilden wollten. Also wenn man jetzt ein Album produziert hat, wollten wir jetzt nicht, dass da irgendwie vier, fünf Namen stehen, sondern dass da ein Name steht und man so mit gemeinsamer Kraft seine Releases pusht. Ne? Ja. Und was ich schon seit Anfang an irgendwie, was mich immer gereizt hat, war dieser Mixing-Aspekt, weil ich immer nicht so mochte, Sachen abzugeben, und man kriegt die Sachen dann zurück. Und als Produzent ist man auch immer, ist man ja auch nicht derjenige, der so in diesem ganzen Release-Prozess drinsteckt, sondern also vor allen Dingen, wenn du Beats über E-Mail an Künstler schickst, dann passiert es schnell, dass du einfach aus diesem ganzen Entscheidungsprozess, was Mixing angeht und so, Raus rausgelassen bist. wirst. Und du wirst dann auf vollendete Tatsachen gestellt. Ja. Und da hatte ich also vor allen Dingen in dieser frühen Zeit, als man vor allen Dingen hier in Deutschland mit so Trap Beats angefangen hat,
habe ich gemerkt, diese Engineers haben es noch nicht so ganz raus, wie es klingen soll. Und dieser Sprung oder dieser Blick in die USA ist noch nicht so ganz da in dieser Richtung. Ja. Man wurde da auch noch ein bisschen belächelt als FL Studio Produzent. Ne? Ah, okay. Hat er auch hast du in FL Studio angefangen, genau, hast Trap Beats gebaut. Richtig. Dann haben sie irgendwann gesagt, so, okay, ganz schön, wir brauchen deine Beats. Und irgendein anderer hat es weitergetragen. Genau. Und dich hat es genervt, dass du eigentlich selber und deswegen habe ich immer irgendwie angeboten, also entweder man hat Sessions mit den Leuten gemacht, Recording Sessions, und dann hat man halt immer einen sehr fetten Rough Mix gebounced, und oftmals ist es dann passiert, dass dann halt der Rough Mix genommen wurde anstatt der fertige Mix des anderen Engineers. Yes. Und daraus hat sich dann diese Mixing-Tätigkeit entwickelt, sage ich mal, also diese professionellere, dass man jetzt auch abseits von irgendwelchen Recording Sessions einfach Sachen zugeschickt kriegt. Ja. Und dann war Beats by A auf jeden Fall ein Name, der dann... Genau, dann hat man auch so Leute wie UFO kennengelernt. Also wer jetzt nicht genau mit meiner Arbeit vertraut ist, so ich glaube, so die ersten und größeren Sachen waren das AK Außer Kontrolle Panzerknacker Album. Das habe ich gemixt und gemastert. Ja. Und die UFO Ich bin ein Berliner Reihe, also 1 bis 3 Berliner. Die waren auch ziemlich groß, habe ich auch gemixt und gemastert und auch ein paar Sachen aufgenommen und natürlich produziert. Ja. Genau, und danach hat man Sachen gemacht, ich weiß nicht, ob MO030, du bist ja nicht so aus dem Hip-Hop, aber vielleicht die Community, die zuguckt, ich habe auch MO030 und so eine Leute betreut, ich bin auch verantwortlich für den desaströsen Mix von Fake Friends, der dann dazu geführt hat, dass MO nicht mehr bei EGJ war, aber das waren alles so Sachen, die hat man dann früher gemacht und jetzt so mittlerweile bewege ich mich so mehr in diesem New Wave Deutschrap Style, also 6ix5ine Goons sind zum Beispiel Leute, mit denen ich sehr eng arbeite, die ich jetzt auch seit einem Jahr durchgehend produziere. Hast du auch ein paar Beispiele? Genau, ich auch ein paar Beispiele. Ja, genau. Dann, keine Ahnung, Jan Mufasa gibt's auch, und das sind halt alles so Leute, die sind jetzt noch nicht so die riesen Stars, aber sie haben auf jeden Fall ein Ranking und ein Standing und machen halt so ein bisschen mehr die Musik, die ich auch heutzutage machen möchte, und fahren auch mehr so Mixing-mäßig oder wollen mehr Mixing-mäßig den Sound, den ich auch lieber fahren möchte. Also dieses Deutschrap-Standard. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin gespannt. Wir werden mal reinhören in die Sachen irgendwie, wie sich das so auch unterscheidet und was du machst. Sollen wir einfach mal gleich einsteigen, und dann öffnen wir nachher auf jeden Fall natürlich für euch auch hier so eine Fragerunde. Genau. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir teilen es uns auf. Genau. Du zeigst einfach schon mal was. Ja. Ich monitore ein bisschen die Fragen, weil dann bleiben wir vielleicht bei den Themen, die wir gerade besprechen, oder? Und stellt gerne zwischendurch Fragen. Genau. Also es ist immer schön, wenn wenn ich noch irgendwas erklären kann, was dann akut aufpoppt, sage ich mal. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld überlegt, was ich zeigen möchte, aber wenn euch irgendwas brennt, interessiert, dann fragt gerne. Ja, ja, ist doch cool. Ich glaube, dann fangen wir doch einfach hier mal an, oder? Wir fangen mal an. Und ich check mal, was so die Fragen sind. Wir setzen uns Kopfhörer auf, ne? Ach ja, genau. Oder? Genau, richtig. Geil. Coole Sache. So, ich habe hier vor mir den Mix zu Goon Fever von den 6ix5ine Goons. Das ist so das mit aktuellste Release oder eins der aktuelleren Releases von den Jungs. Das haben wir in Kroatien aufgenommen, in einer Villa, sage ich mal. Das war so ein bisschen so ein Production Camp, zu dem ich eingeladen wurde durch das 2Life Entertainment Label. Und warum ich diese Session jetzt offen habe, ist nicht, weil der Mix sonderlich speziell ist oder herausragend oder was weiß ich, ist ein solider Mix, sondern weil wir eine kleine Komplikation hatten in der ganzen Sache. Und zwar hatten wir das Problem, dass wir in einem großen Wohnzimmer aufgenommen haben, das auch spärlich eingerichtet war. Das heißt, man hatte viele Reflexionen. Viel Reverb. Ja. Und das ist natürlich richtig blöd. Ich zeige euch mal die Aufnahmen oder die, sag ich mal, meine Vocal-Bearbeitung ohne meine, ja, die Reverb-Geschichte, und dann hört ihr auf jeden Fall, wo das Problem liegt. Okay, cool. Achtung. Also man hört schon, es ist nicht so nice. Es klingt eigentlich fast, als ob du extra in so einen Raum raufgepackt hast. Genau. Und man fragt sich, warum hat er das denn so wet gemixt? Aber das waren leider die, die Umstände, die man da irgendwie hatte, mit denen man irgendwie zu kämpfen hatte. Ja. Man hatte halt irgendwie Bettlaken und Matratzen und so. Aber es hat alles irgendwie nicht geholfen, weil, also man kann ja improvisieren, aber man kommt dann auch irgendwie an seine Grenzen. Ja. Und was mir dann wirklich auf gut Deutsch den Arsch gerettet hat, ist hier dieses Plugin, Isotope RXD Reverb. Mhm.
Und das ist natürlich fantastisch, weil es tut genau das, was es sagt. Also, ich stehe am Block und lass meine Tüten platzen, Nigga. Big oh, krass, ne? Stehe ich auf Katzen, genau. Nigga. Man hört natürlich hier so ein, zwei, ich höre irgendwie auf meinem rechten Kanal nicht so viel. Aber ist egal, fixen wir gleich. Man hört natürlich ganz doll den Unterschied und man hört aber auch hier, wenn man hört, so ein bisschen Artefakte in den Höhen und so. Die S-Laute klingen ein bisschen unnatürlich, aber das war so eine Sache, die ich gerne in Kauf genommen habe. Lass ruhig nochmal ein bisschen länger laufen, genau. Und mach nochmal Bypass und... Genau. Also das ist jetzt... Sekunde. Das ist jetzt ohne Vocal-Bearbeitung. Also es ist wirklich einfach nur das Rohsignal, so wie ich es aufgenommen habe. Ich stehe am Block und lass meine Tüten platzen, Nigga. Boy, also stehe ich auf Katzen, Nigga. Dirty Money, Nigga, genau. Mein Geld ist nicht gewaschen, Nigga. Ich vernässe dein Shit, dafür musst du selber haften, Nigga. Deine Waffen sind in Videos nur Attrappen. Schicke deine Bitch in meine Küche. Genau, das war das. Und das Coole an diesem Plugin ist, es ist sehr einfach einzustellen, weil man hat hier, ich kopiere das mal hier vielleicht dahin, man hat hier sehr coole Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Learn. Also du lässt das Signal durchlaufen, drückst auf Learn. Ich stehe am Block und lass meine Tüten platzen, Nigga. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, Nigga. Dirty Money, Nigga, mein Geld ist nicht gewaschen, Nigga. Ich vernässe Shit. Sondern jetzt einfach mal bis hier und dann macht er in der Regel, oh, hat er jetzt doch nicht gemacht. Haha, super. Dirty Money, Nigga, mein Geld ist nicht gewaschen, Nigga. Ich vernässe macht Shit. Macht er hier dafür. So eine Einstellung, genau. Okay. Also Tail Length ist natürlich die Länge des, also der Heilfahne, ne? Und dann hat man hier, das ist so ein bisschen wie, also es klingt so ein bisschen wie ein... Wie so ein EQ, der so ein bisschen dynamisch arbeitet. Ne? Also man hat hier diese Bänder, ne? High, High, Mid, Low, Mid, Low, erklärt sich ja irgendwie von selbst. Mhm. Und da kann man dann, wenn man mit dieser Learn-Funktion nicht zufrieden ist, kann man natürlich gucken, was er da macht. Ist jetzt natürlich schwierig zu hören, wenn ich das soliert habe, aber ich kann auch auf Output Reverb Only gehen und dann höre ich, was er da macht. In allen Bändern. Was ja total spacig auch ist, ne? Wenn man nur den Effekt anhört. Total abgefahren. Eigentlich. Aber da hört man dann vor allen Dingen, wenn man auf Output Reverb Only geht, wie viel man vom eigentlichen Dry-Signal da auch irgendwie wegmacht. Und dann kann man halt eine ziemlich coole Einstellung finden. Dieses Reduction ist dann natürlich so ein bisschen wie die Ratio, würde ich sagen, oder die Range, in der er reduziert. Ja. Und wenn man einfach diese Sachen ein bisschen einstellt, kommt man da auf jeden Fall zu einem halbwegs okayen Ergebnis. Ich sage jetzt auch nicht, dass man damit jede Aufnahme komplett auf so ein super Studio-Level bringt, aber es ist auf jeden Fall eine Lösung für eine Aufnahme, die sonst einfach nicht abgabefähig wäre. Ja, das hilft ja immens. Okay. Voll, genau. Und dann habe ich das einfach als Ausnahme, Ausgangspunkt genommen. Also ich habe jetzt einfach hier meine ursprüngliche Einstellung wieder genommen. Nochmal eine ganz kurze Frage. Haben wir richtigen Ton irgendwie? Haben wir auf der rechten Seite? Weil bei mir ist auch meine rechts Augen ein so weniger. Hoch wie eine motherfucking Ampel. Okay. Ja, ich werde sofort eklig, wenn du versuchst zu verhandeln. Ich frage nur links was. Frage nur so an die Technikregie, ob wir da irgendwo... ob das nur Kopfhörerseite ist oder also so. Stehe ich auf Katzen, Nigga. Genau, Dirty Money, Nigga, mein Geld ist nicht gewaschen, Nigga. Ich vernisse Shit, dafür musst du selber haften. Okay, ich grüße dich. Ja, okay. Aber die ist alles gut? Dann kommt die auch. Nee, ist immer noch. Bei mir ist immer noch links. Und sag mal, dieses D-Reverb, ist das eigentlich Teil von RX generell oder RX Elements auch? Das, ja, noch mal das gucken, weiß ich nicht, weil der Ingo hat mich damit ausgestattet. Ja, okay. Also ich habe eigentlich jetzt jedes Isotope-Plugin, was es gibt, so, da habe ich mich jetzt gar nicht so mit befasst. Okay, nee, aber genau. Also diese RX-Sachen sind auf jeden Fall eine Sache, die ich euch empfehlen würde für solche Sachen. Nicht nur für D-Reverb-Geschichten, sondern auch... Ja, nee, ist gut. Also geht wieder auf. Nee, ich hab's auch nur links. Warte. Egal, dann müssen wir uns damit arrangieren. Genau, also es gibt auch Plugins, die jetzt nicht unbedingt nur für diese D-Reverb-Sachen sind, sondern man kann auch D-Noising machen, also wenn man so einen Rauschteppich hat zum Beispiel. Oder D-Clipping ist auch sehr interessant, weil total. Ich krieg auch oftmals Vocals, die einfach komplett übersteuert sind. Ja. Und das Problem ist immer, wenn Leute sagen, ja, ich kann es auch nochmal neu aufnehmen, das kannst du natürlich machen, aber es wird dann nicht besser, es wird dann meistens anders oder schlechter. Ja. Und das möchtest du natürlich nicht. Du möchtest dann natürlich den Vibe haben, den du ursprünglich auch
im Rough Mix hattest. Also ich kann mich auch erinnern, bei Ich bin 3 Berliner hatte ich auch manchmal so Lead Vocals, die waren so recorded über iPod-Kopfhörer, über dieses kleine Mikrofon. Ja, genau. Man hat so Rascheln gehört und so. Ich meinte, ey, Dicker, ganz ehrlich, hättest du das nicht irgendwie richtig aufnehmen können? Nee, also ist doch, der Vibe passt und so, ich krieg das nicht nochmal so hin. Ja. Ja, okay, dann muss ich halt damit arbeiten. Muss man tricksen, ja. Ja, aber es hat geklappt, so, deswegen. Aber ich muss auch sagen, die Isotope-Sachen sind echt ganz schön eine Zauberei. Auch gerade dieses D-Clip, ne, wenn irgendwas wirklich mal übersteuert genau. ist. Und man kann einfach sagen, ab einem bestimmten Punkt genau. soll er das korrigieren, dann ist es manchmal so, dass man denkt, genau, what? Genau. Wie geht das überhaupt? Richtig. Und das Wichtige ist halt auch immer bei Mixing-Sachen, vor allen Dingen bei Hip-Hop, weil das ist ja wirklich eine sehr bass- und rhythmuslastige Musik, dass man seine Recording-Situation in irgendeiner Art und Weise im Griff hat. Ich sage jetzt nicht, dass sie perfekt sein muss, aber man muss auf jeden Fall wissen, was sind die Stärken und Schwächen und seine Abhörsituation. Die ist ganz, ganz wichtig. Also früh in Room-Treatment investieren. Also in meinem Fall war auch ganz lange der Fall, ich hatte halt nicht so die finanziellen Möglichkeiten, auch weil ich mit Anfang 20 jetzt nicht irgendwie mehrere 10.000 Euro zur Verfügung hatte. Und habe dann wirklich große Projekte auch in meinem Kinderzimmer gemixt, auf Kopfhörern. Und da muss man sich dann halt Workarounds schaffen, wie zum Beispiel hier Sonarworks Reference. Ne? Ja. Das ist auch eine super Sache, weil das passt so ein bisschen den, also man hat hier für fast jeden Kopfhörer, gut, jetzt sind nur die ich habe, aber man kann ja auf Add Headphones gehen. Das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu viel Film. Aber ja. Ihr kriegt die Idee, you get the idea. Das gleicht so ein bisschen den Frequenzgang aus und man kommt einfach auf einen viel ausgeglicheneren Mix, wenn man damit arbeitet. Und man hat ja auch so coole Sachen wie zum Beispiel einen Monoknopf. Mhm. Klingt jetzt unspektakulär, aber wenn ich an Mixes rangehe, versuche ich immer, die unnötigen Signale oder die unnötigen Dinge im Mix erstmal zu minimieren. Also wenn ich einen Mix anfange, ist es meistens auf meinen Aventone Mix Cubes in Mono. Ja. Und dann baue ich erstmal den Mono-Mix und nur die Mitten, weil die Mitten sind entscheidend. Wenn die Mitten stimmen, sind auch in der Regel die Bass- und hohen Frequenzen, die they fall into place. So ja. Da braucht man sich dann nicht mehr so doll drum kümmern. Ja. Weil wenn man irgendein Problem in den Mitten hat, dann kannst du da so viel rum-EQen an deinem Bass und so, es wird einfach nicht richtig klingen. Nee, vor allem die Mitten, die hörst du halt auf jedem Speaker, genau, egal wie groß er ist, ob es mein Laptop ist oder so. Genau. Und auf dem Laptop ist unter 150 Hertz kein Bass mehr, da genau. kann ich noch so viel toll rumschrauben. Wobei ich sagen muss, jetzt so. Hier diese neuen Brings, klingen ne? super nice. Ja. Krass, oder? Aber mal gucken, wie lange die durchhalten. Also mein Lüfter macht jetzt auch schon seit einem Jahr komische Geräusche, mal gucken. Okay. Shoutout an Apple. ja genau, Sonarworks Reference, also das kann ich euch nur empfehlen und auch wichtig, in dem Maße, dass man auch mit solchen, mit Referencing-Plugins arbeitet. Also hier zum Beispiel habe ich Metric AB von Plugins, von ADPTR, ja, das kriegt man bei Plugin Alliance, ja, Adapter, ist genau. Der Hammer, weil man hat hier diese Loudness-Match-Option. Ne? Also wenn ich jetzt hier mal irgendwas abspiele, mal gucken, ob man das hier hinkriegt, ja. Also ich hab hier den Online-Song, ja, und dann kann ich hier auf Loudness Match gehen. Man muss natürlich gucken, hier ist jetzt ein beatlastiger Part mit Bass und hier nicht. Also ich sollte jetzt vielleicht mal gucken, dass ich hier auf Sync gehe und dass ich hier irgendwie eine Sektion erwische. Ich kann natürlich auch mit Latch gucken, dass ich, aber ist mir immer zu umständlich. Deswegen. Ja, aber finde ich auch. Und dann spiele ich das im Loop einfach, gehe auf Match. Und super. Man kann es auf ein bisschen AB hin und her schalten und einfach checken. Ist der Knaller. Und man hat ja auch diese Mono LSR, also S ist Solo in Place Monitor Mode, keine Ahnung, was es sein soll. Aber Sides, also Mid und Side ist immer wichtig genau. für mich. Ne? Wenn man das irgendwie im Blick hat, vor allen Dingen bei Sides, kann, also wenn man zu viel Stereo-Imaging hat, kann es passieren, dass dann einfach im Mono-Mix und kann es sein, dass im Monomix einfach Elemente verloren gehen und das ist natürlich auch für so Bluetooth-Boxen-Geschichten ja. oder für Club-Gigs oder so ganz ausschlaggebend, dass der Monomix passt, weil wenn das Lead-Instrument in der Melodie fehlt, dann ist halt blöd, ne? Absolut. Genau. Und was auch noch richtig cool ist an diesem Plugin und dann bin ich auch erstmal so halbwegs fertig mit diesem Plugin-Shootout, ist hier diese EQ-Section. Ist jetzt auch nicht so super revolutionär, aber es ist cool, dass es hier drin ist. Und zwar kann man hier einfach ganz einfach vergleichen. Ich gehe hier auf Low Mid und höre... Und hörst eben nur diesen Frequenzbereich, genau. was da geht. Genau.
und kannst dir halt dann ganz viele verschiedene Songs reinpacken, die du genau. als Referenz irgendwie haben willst. Genau, man muss natürlich immer bei diesen Referenzgeschichten dran denken, also man hört meistens Referenz mit Masters, ne? Also genau. Du wirst jetzt nicht mit deinem Mix den fertig gemasterten Sound kriegen, so. Das ist dann am Ende sind das meistens noch die 10-20%, die dann der Mastering Engineer raufdrückt. Und vor allen Dingen bei diesem Projekt war ich auch froh, dass Volker Gebhardt mich Stem Mastering technisch auch nochmal unterstützt hat, weil das war schon ein bisschen schwierig mit den Vocals und so, die wirklich clean zu kriegen. Und da hat er, glaube ich, auch nochmal ein, zwei magische, seinen magischen Feenstaub raufgeworfen, sage ich mal. Aber sowas ist schon mal wichtig, dass man ungefähr in diesem Ballpark ist. Also man, ja. wenn man so diese Referenz-Hörgeschichten macht, dann sollte man jetzt nicht sich daran aufhängen, dass der Bass genauso klingen muss wie hier, keine Ahnung, No Heart von 21 Savage. Das wird halt nie passieren, weil es ist nicht derselbe Song. Nee, klar. Man muss ja einfach auch immer, Tonart ist immer auch entscheidend. Genau, so, ne, ob denn, wenn eines generell tiefer gelegt ist, genau. dann ist es irgendwo anders. Und aber auch die Stimme, ne, also ja. die Stimme von einem Künstler, der eine sehr, sehr tiefe Stimme hat, wird anders gemischt sein als die Stimme von einem Künstler, der ein bisschen höher ist, logisch. Ja. Und es geht eigentlich nur darum, dann am Ende, wenn der Mix so halbwegs fertig ist, dass man einmal so durch ein paar Songs durchhört und einfach guckt, dass die irgendwie in dem Ballpark sind. Genau, dass sie ungefähr zusammenpassen, dass es nicht so sehr raussticht, negativ. Ja. Ja, ja, negativ genau. raussticht. Ja. Genau. Und das sind so die Sachen, das sind somit die wichtigsten Sachen, die man am Anfang erstmal wissen sollte. Auch was hier noch cool ist, allerletztes, was ich zeige, Tonal Balance Control ja, von Isotopes, auch der Hammer. Ja. Daran sollte man sich allerdings auch nicht zu sehr aufhängen, weil ich habe auch schon Mixes gehabt, die haben besser geklungen, als jetzt zum Beispiel der Bass hier mal so ein bisschen rüber. Fand ich auch. Oder die Höhen Geht hier. Mir auch so. Aber ja. es ist immer cool zu sehen, okay, in der, ja, genau, in dem Ballpark spielt halt der Mix. Genau. Ja. Also das kann man sich auf jeden Fall auch zulegen. Kannst du das nochmal zeigen kurz? Achso, oder ja, natürlich. Dass man mal sieht, was das ungefähr macht. Voll. Also ich habe jetzt hier meinen coolen Mix. Super. Und wie ihr seht, ja hier die Hi-Hats, ne? Machen hier so ein. Aber dieses Feature finde ich auch so gut, dass man mit Alt irgendwie genau. draufklicken, den Bereich einfach reinbeamen kann genau. und checken kann, was ist denn da eigentlich? Das ist cool. Das bieten auch viele EQs an. Ja, genau. Glücklicherweise. Und da bin ich auch ein Riesenfan von einfach, weil man hört einfach, man findet so schnell störende Resonanzen oder so. Und ja, genau. Also dieses Tonal Balance Control, wenn ihr die drei Sachen habt, sage ich mal, dann kann euch. Sage ich mal, dann habt ihr eine gute, Ausgangslage für einen Mix. Also ist deiner Meinung nach Mixen auf Kopfhörer auf jeden Fall. Es ist möglich. Möglich. Es ist nicht, und ist eine gute Alternative, um einfach mal auch anzufangen, wenn der Raum, in dem man ist, genau. nicht so geil ist oder auf man einfach Fall. Nicht die Kohle hat für genau. geile was Kopfhörer. Da bloß super wichtig, Speaker, so. Genau, was da bloß super wichtig ist, ist, dass man sich wirklich vertraut macht mit dem Kopfhörer. Also ich habe wirklich damals den ganzen Tag, wenn ich nichts zu tun hatte, einfach Musik über diese Kopfhörer gehört, yes. damit ich genau weiß, okay, die klingen so in dem, genau, also der Bassbereich klingt so, die Höhen sind vielleicht ein bisschen spitz hier in dem, in der Tonart und so. Das kriegt man als unterbewusst irgendwie mit. Ja, ja. Und das ist super wichtig. Aber man sollte sich auch nicht komplett darauf verlassen, hm. Auf diese Kopfhörer-Mixing-Sachen. Also ich habe jetzt auch mein Setup ein bisschen mehr auch wieder spezialisiert, damit ich diese Defizite, die durch Kopfhörer-Mixing entstehen können, weil man hat ja nicht diesen Abstand mhm. des Speakers zu seinem Ohr und auch nicht diesen Crosstalk in der Regel. Ne? Ja. Das habe ich jetzt auch so substituiert mit meinem Monitor-Controller. Ich habe mir jetzt den SPL-Funitor geholt und der hat halt eine sehr ausgeklügelte Crossfeed-Matrix und so. Und da kann man das auf jeden Fall, da kriegt man einen realistischen Mix, sage ich mal, auch über Kopfhörer. Aber man sollte immer zusehen, dass man seine Mixes auf wirklich jeder, auf jedem Abspielsystem, was man hat, nochmal checkt. Genau, so, das ja. ist super wichtig, besonders im Auto. Ja. Weil da hört man auch sehr gut diese Transienten raus, finde ich. Ja. Du hast Beyer Dynamic, genau. die passen zu dir irgendwie? Die sind so? Der Oberhammer, die habe ich jetzt schon seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahren und ich habe seitdem jedes Projekt, was ich gemixt habe, auf jeden Fall einmal oder mehrmals auf diesen Kopfhörern gehört. Ich finde die auch super, weil die nicht so anstrengend sind zu hören. Mhm. Also man kann wirklich lange auf denen arbeiten, auch wenn man so Editing-Sachen macht oder ja. so. Ja. Und die sind auf jeden Fall, ja, also da gebe ich auf jeden Fall meinen Segen. Ja, cool. Ich habe ja auch gerade ganz neu irgendwie von Beyer Dynamic, ja. diese X-Serie, DT900 Pro X. Mhm. Finde ich auch super angenehm und echt auch, du hast ja auch praktisch einen offenen Kopfhörer. Genau. So, finde ich, ist fürs Mixen, ist es nochmal schöner. Genau. Warum findest du, dass das irgendwie fürs Mixen es besser klingt ist? Klingt so? Natürlicher einfach. Also ich finde vor allen Dingen bei geschlossenen, ich habe nämlich auch die 1770 Pro ja.
Und die geschlossenen bilden, finde ich, den Bassbereich nicht so präzise ab. Sind einfach ein bisschen zu dick dann sozusagen. Genau, ja. Genau. So ein bisschen und mehr Fun. Richtig. Die sind cool zum Recorden. Ja. Also es sind relativ teure Recording-Kopfhörer. Aber es ist cool, wenn man die hat. Also bis jetzt, immer wenn ich die irgendwie in Recordings eingesetzt habe, zusammen mit meinem Recording-Preset, waren immer alle hin und weg. Okay. Deswegen, also ja, geil. Kann man auf jeden Fall machen. Okay, ich würde sagen, willst du safe. Das nächste irgendwie schon machen und ich check hier mal, was mit Fragen ist? Genau. Ich würde euch nur einmal, also ich will jetzt auch ungern darauf eingehen, wie ich jetzt einen Mix von Anfang bis Ende baue, weil dazu gibt es schon auf dem Producer Network Kanal und auch überall im Internet viele Resources, vor allen Dingen was Vocal Mixing angeht. Und ich bin mir auch sicher, dass der Busy vor mir schon viel darüber geredet hat. Ich will jetzt nur einmal ganz schnell zeigen, was ist hier eigentlich los. Und so ein bisschen den Gedanken dahinter, wie ich an meinen Vocal Mix rangehe. Aber dann ist das Thema auch erstmal cool. Vorbei. Ich will ein bisschen speziellere Sachen heute behandeln. Genau. Also wir haben hier ein Beat, ist einfach eigentlich nur eine 808. Dann habe ich hier Snare, Clap. Woo, cool. Dann habe ich hier Hi-Hats und Open-Hi-Hats und ein Sample. Und mein Tag. Ja, super. Das ist der Beat. Dann habe ich hier Vocals, einmal Polo, Reik, Stutter, komme ich gleich dazu. Backings. Warte mal, wir müssen nochmal hier, glaube ich, technisch ein bisschen checken, okay. Weil im Chat gibt es jetzt auch so den Kommentar, dass es irgendwie noch nicht ganz richtig ist, irgendwie so vom Bassbereich oder von der Phase. Können wir die Technik nochmal irgendwie checken, so von dem, was aus dem. Es kann auch gut sein, dass also der raus, Beat vom Bassbereich was rausgeht, gut, oder bist du. Reinscheppert. Also, ich habe auch in dem Mix den Bass. Weil ein bisschen es ist natürlich Quatsch, wenn wir irgendwie Sachen vorspielen und dann genau. Hört sich irgendwie draußen vielleicht ganz komisch das an. Sollen wir nochmal kurz checken? Check das mal. Soll ich mal den Beat laufen lassen? Ja, vielleicht lässt du nochmal den Beat laufen. Das wäre irgendwie besser, wenn wir das, glaube ich, korrigieren, als wenn wir jetzt die ganze Zeit eine komische Phase haben oder so. Sondern du erzählst einfach. Nee, stell ruhig paar okay, Fragen. Okay, wir sind wieder dran. Das jetzt wir haben schon gerade gesagt, wir müssen uns unbedingt ein bisschen ranhalten. So. Ne? Alex hat irgendwie. Genau, ich habe mich ein bisschen mehr vor. Ich will Bock, noch Bock, was zu erzählen? Genau, ich will noch ein paar mehr Sachen zeigen, als jetzt nur dieses Plugin-Dings. Genau. Dann würde ich sagen, ja? Du legst einfach los. Cool. Wir haben unsere Kopfhörer wieder jawohl. Am Start. Und erzählst einfach. Zack, zack, zack. Ich genau. Frag nicht mehr so viel. Ich erzähle einfach. Ich frage nur Fragen, die dazu passen. Perfekt. Geil. Also wir haben hier den Beat, habe ich schon gezeigt. Ist sehr simpel. Es sind hier eigentlich nur diese vier Spuren und mein Tag oder unser Tag. Und dann habe ich hier die Vocals. Es gibt zwei Main Vocals. Das ist hier so ein Vocal Stutter, den zeige ich euch gleich. Dann haben wir eine Backing-Spur, die habe ich für beide gleich gelassen. Und zwei Adlib-Spuren. Reik hat zwei Adlib-Spuren gemacht, deswegen. Und einen Reverb, den habe ich geprintet. Dazu muss man aber auch sagen, diese Session habe ich eigentlich in FL Studio aufgenommen und habe die jetzt nur für heute, damit wir nicht DAW switchen müssen, nochmal importiert in Pro Tools. Dazu kommt die eine Frage. Ja. Du benutzt beides, FL Studio genau. Und Pro Tools. Ich benutze, wie teilst du es dir auf? Ich teile mir auf FL Studio nur zum Beat produzieren und wenn es wirklich, also wenn man jetzt direkt aufnehmen will, dann nehme ich auch in FL Studio auf. Ja. Aber Mixing ausschließlich in Pro Tools. Machst du in Pro Tools? Genau. Okay. Warum eigentlich? Gab es da irgendeine, haben das irgendwie deine Vorbilder so gemacht? Ja, oder auch. Also so? Wenn ich früher so für Amis oder so mit Amis gearbeitet habe, dann hat man schon öfter eine Pro Tools Session bekommen. Ja. Und einfach ist es auch gut für den Kopf, dass man mit der Produktion einfach abschließt und weiß, okay, das ist jetzt der nächste Step. Ich mache jetzt nur Mixing. Ich setze mich nicht nochmal an den Beat ran. Ah. Und
Genau. Ja, ich cool. Bring das jetzt, sonst findet man diesen Abschluss nicht und versucht dann immer noch im Beat irgendwelche Kleinigkeiten zu ändern. Und diese 80-20-Regel ist wichtig, wenn man halt wirklich vorankommen will und einen regelmäßigen Output haben. Mal fertig werden will. Genau. Ja, gute Idee. Ja, ich muss auch sagen, ich bin sehr stolz. Dieses Jahr hatte ich, glaube ich, jeden Release-Freitag mindestens ein oder zwei Releases, in denen ich irgendwie meine Finger im Spiel hatte. Nice. Ja. Super. Hast ja gut richtig zu tun cool gehabt. So. Auf jeden Fall. Also genau, wir haben jetzt hier diese Main-Vocals, die habe ich mal soliert. Die Bearbeitung ist für beide Mains relativ gleich. Ich zeige euch einmal, was ich hier so gemacht habe. Ich habe einmal den Pro-Q, der zieht hier ein paar Resonanzen raus. Jetzt höre ich gar nicht. Achso, weil ich die Vocals gemutet habe, schlau. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, Nigga. Dirty Money, Nigga, mein Geld ist nicht. Dann habe ich hier nochmal so einen EQ, der ist aber, den habe ich im Nachhinein reingemacht. Den zeige ich vielleicht nachher nochmal. Und habe hier meinen SSL-Channel. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, Nigga. Dirty Money. Und was der eigentlich macht, ist im Grunde genommen Kompression. Ich kontrolliere hier ein bisschen die unteren Mitten. Ich ziehe hier nochmal diese ekligen 500 Hertz raus. Die macht das manchmal so ein bisschen muddy einfach. Das ist nicht so schön. Und hier diese 4K ist meine Hassfrequenz Nummer 1. Die ist so störend oftmals. Deswegen habe ich den auch ziemlich doll rausgezogen. Ah, interessant. Okay, genau. Und nochmal ein bisschen Höhen angehoben. Und hier natürlich im Vorfeld schon mal ein Filter, der ist ziemlich hochgesetzt. Ein Low-Cut bei 120. Und um hier die S-Laute nochmal ein bisschen zu zähmen, nochmal so einen kleinen High-Cut reingemacht. Das ist vielleicht ein bisschen unorthodox, aber es war in dem Moment einfach, hat sich angeboten. Das ist auch ein bisschen mein Recording-Setup. Mhm. Also das, so hören die sich auch auf dem Kopfhörer und eigentlich habe ich von da aus dann meine Mixing-Session gebaut. Hier am Kompressor sieht man auch relativ einfach, ich habe eine schnelle Release, ich habe eine schnelle Attack, einfach um die Peaks zu zähmen, habe hier eine relativ gute Ratio, sage ich mal, 6 zu 1 ist das, glaube ich. Ja, genau. Und ja, Threshold ist gut. Je nachdem, wie viel Gain Reduction machst du da so? Ist ordentlich. Okay, schon ordentlich. Aber es geht auch ein bisschen darum, es kommt auch auf diesen Kopfhörersound an, die Leute sollen sich schon im Kopfhörer fett hören und genau. Ja. Deswegen hier kommt die Frage, 80-20-Regel, erklär kurz. 80-20-Regel. Also du wirst 80%, wenn du 80% der Arbeit geschafft hast, sollst du eigentlich fertig sein, weil diese 20% dauern dann exponentiell immer länger. Ja. So eigentlich. Ist jetzt ein bisschen dürftig erklärt, aber ja. Muss man auch nochmal googeln, aber genau. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, um einfach mehr genau. Output und konstant Output zu. Es ist wirklich Output wichtig. Also man darf nicht auf Perfektion pochen. Perfektion ist so eine versteckte Unsicherheit. Ja. Und einfach immer wissen, wann ist Schluss. Dass man für die letzten 20% nämlich eigentlich so einen Großteil der Zeit eigentlich braucht, ne? Und genau, dann irgendwann fertig zu machen. Genau. Und es wird nie 100%. Man ist nie 100% zufrieden. Genau. So. Wir haben hier diese Resonanzen rausgezogen. Im Vorfeld haben wir natürlich diesen D-Reverb gehabt. Und hier diesen SSL-Channel. Dann habe ich nochmal einen Kompressor. Der hat auch ziemlich dolle Einstellungen. Also ne, die Attack ist auch ziemlich schnell, aber lässt noch ein bisschen Transienten durch. Und die Release ist auch ziemlich schnell. Und Ratio, also es ist ungefähr eine ähnliche Einstellung. Ich habe die nur nochmal gemacht, das ist auch in meinem Recording-Preset einfach so. Weil ich, wenn ich den jetzt hier noch mehr pushen würde, dann würde es zu doll pumpen. Genau, also ich mache auch immer serielle Kompression. Ja. Wenn ich Spuren kriege, die ich jetzt nicht aufgenommen habe, dann taste ich mich auch viel mehr ran an Kompression und mache das wirklich in manchmal auch 4 bis 5 Kompressionsschritten und mache dann wirklich immer nur ganz wenige, weil dann kann man den Sound besser shapen. Ja, genau. Ja, Renaissance-Kompressor ist auf jeden genau, Fall ganz schön super, Macht, ist auch ne? zum Recorden spitze, hat voll. Ein bisschen Latenz, aber ach, ist alles in Ordnung. Ich habe hier auch wieder 6 dB Gain ungefähr eingestellt. Und der Grund, warum ich jetzt hier die Attack auf 3 habe und jetzt nicht auf 1, ist einfach, dass je mehr Attack man hat, desto mehr Transienten kommen natürlich durch. Mhm. Und dadurch wird auch das Signal ein bisschen spitzer. Ne? Weil je kleiner die Wellenform ist, desto höher ist ja die Frequenz. Richtig. Genau. Und würde ich jetzt die Attack auf, keine Ahnung, 0,5 fahren, dann hätte ich ein bisschen dumpferes Signal. Also es ist so eine kleine Nuance, die ich da eingebaut habe in diesen Kompressor. Ja. Genau. Ja, okay. Und dann habe ich schon mal hier für diese Session meine Kompression eigentlich fast erledigt.
Big also Boy, also stehe so. Ich auf Katzen, nigga. Dirty Money, jetzt hört nigga. Man immer noch auf diesem Signal ein bisschen Hall. Den habe ja. ich jetzt hier versucht noch ein bisschen rauszunehmen. Und auch diese tiefen Mitten haben mich ein bisschen gestört. Einfach in Relation zum Bass. Weil mir ist auch immer wichtig bei meinen eigenen Produktionen, dass der Bass auch gut im Vordergrund steht. Also ich kann euch mal zeigen, wie es jetzt klingt. Hey, ich mache mal die Backings und Adlibs aus. Und vielleicht auch den Hall, weil der ist auch nur Proformer. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, nigga, dirty money, nigga, mein Geld. Hier hört man schon, wenn ich den Pro-Q aus habe, es klingt ein bisschen dumpf und so ein bisschen bauchig und das möchte ich nicht. Ja. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, nigga. Und dann, ganz einfach, habe ich gesehen oder habe ich gehört, die S-Laute sind. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, nigga, dirty money. Super. Katzen. Ja, ich mache auch mal das hier aus, das sind noch so zwei Sachen, die ich am Ende reingemacht habe. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, nigga. Dirty da hört man schon, diese S-Laute sind sehr ja. unschön. Und da habe ich einfach diesen Pro DS drinne. Bin ich auch Fan, ja. Ist der Hammer, weil man hat hier dieses Single Vocal Mode und der erkennt automatisch die S und P und K-Laute. Und man kann den Threshold dann meistens auch ein bisschen doller einstellen und er ignoriert dann halt das Signal, was keine S-Laute sind. Und genau. Das ist echt cool. Ja. Ja. Und man kann auch hier mit dem Audition-Knopf einstellen, welche Frequenz möchte ich denn überhaupt bearbeiten und hat hier auch noch viele Möglichkeiten. Und Oversampling. Oversampling bin ich ein großer Fan von. Mir auch extra ein System angelegt, was das handeln kann. Deswegen, ja. Genau. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, nigga, dirty money, nigga, mein. Der ist nicht sonderlich doll, aber der macht schon was. Und dann habe ich mir gedacht, hier will ich dann doch noch mal ein bisschen mehr drin haben. Habe dann hier noch so einen Multiband-Kompressor gehabt. Mhm. Der, Big der Boy, also stehe ich auf Katzen, nigga. Der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Body gibt. So. Aber jetzt auch nicht in einer unschönen Art und Weise, weil die Resonanzen habe ich schon rausgezogen, sondern es komprimiert einfach nur noch mal so ein bisschen diesen. Also es komprimiert nicht die Resonanz, sondern so diesen Frequenzbereich, so dieses Feeling. Ist schwierig zu erklären. Mhm. Also ich finde immer, wenn man den EQ vor dem Kompressor nicht richtig einstellt und diese Resonanzen durchpoppen lässt, dann sind die so eingefangen in die Kompression und dann hört man oftmals so unschöne, wie erklärt man das? Es klingt so, also ein Freund von mir sagt immer, es dampft, die ja. Kompression dampft. Und das hört man ganz schnell, dass so diese Level-Control nicht ganz richtig ist, ja. weil diese Resonanzen halt irgendwie den Kompressor falsch arbeiten lassen. Und genau das gleiche ich jetzt aus. Also hier meinen dollen Cut, den ich hier gemacht habe, gleiche ich hier ein bisschen mit aus. Verstehe. Big Boy, also stehe ich auf Katzen, nigga, dirty money, nigga, mein Geld ist nicht gewaschen. Es ist ein sehr subtiler, jetzt hier greift der Threshold auch gerade nicht, aber an manchen das Stellen gut, ja, haut er nochmal richtig rein. Und hier habe ich nochmal so weitere Resonanzen, einfach wegen dieser blöden Aufnahme, habe ich nochmal so weitere Resonanzen nach dem Komprimieren ein bisschen rausgezogen. Aber man sieht einfach, ne, dass es sind immer mehrere Steps, die genau. eigentlich letztendlich zu der Final Vocal führen genau. und es ist nicht immer so ein, richtig. Ich slap da ein Plugin drauf richtig. Und dann wird es schon irgendwie. Richtig. Und du machst ja auch oft den Step, dass du dann eben machst den EQ, dann machst du nochmal den Channel, machst ein bisschen Compression, machst dahinter nochmal ein EQ. Genau. Also es muss nicht alles das eine genau. Plugin davor oder so machen, sondern immer das, was danach wieder auffällt, wird einfach nochmal korrigiert. Richtig. Ja. Und was auch super wichtig ist, ist, ich baue mir ja, wie ich schon vorhin meinte, immer aus den Recording-Sessions dann meine Mixing-Sessions. Und zum Recorden hatte ich im Grunde genommen nur das an. Nee, Quatsch. Ja doch, genau, das an. Also hier ja. Pro-Q, SSL-Channel, R-Kompressor und Pro-DS. Und im Nachhinein habe ich dann geguckt, was braucht das Signal, was könnte ich verbessern und habe dann halt im Nachhinein erst dieses RX8, weil das ist auch sehr latenzintensiv, also sehr CPU-intensiv ja. und halt diese Sachen hier noch mit eingefügt. Also es sind kleine Änderungen, die ich dann gemacht habe. Wenn das jetzt vom Processing Power nicht ausreichen würde, dann könnte man das mit dem D-Reverb auch rein rendern ja, oder so. Safe. Aber jetzt beim ja, ja. Recorden ist es halt nicht so gut, wenn man das drin hat. Nee, klar, genau. Dafür darum ging es mir halt. Latenz einfach genau. Ja, genau. Dann haben wir hier noch dieses Stutter bei Reichs Verse. Der kommt so rein. Dope Boy, ja, du weißt, wer das Says hat. Weiß er. Okay. Also dieses Toto. Ne? Und das ist im Grunde genommen dieselbe Bearbeitung hier, nur habe ich auf dem SSL-Channel einfach hier so einen Telefonfiltermäßigen gemacht. Also habe jetzt hier beide Filter komplett aufgezogen, habe hier bei 6000 Hertz nochmal ein bisschen was rausgezogen und mehr ist es dann am Ende auch einfach nicht. Und es bringt einen coolen, ja, es ist ein cooler Effekt einfach für so eine Stutter-Geschichten. Ja.
Die Backings. Hier kommt so eine kurze Waves-Frage. Was findest du besser, Renaissance Vox oder Renaissance Kompressor? Renaissance Kompressor. Also, naja, okay, nee. Es hat, finde ich, zwei verschiedene Anwendungsweisen. Also, ich finde, dieser Air Vox ist cool für so Broadcast-Sachen, weil es die Vocal sehr fett macht. Also, ich finde, es gibt untenrum noch so einen richtigen Body so. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen den Attack- und Release-Einstellungen, die der sich dann so anpasst. Die der hat. Geschuldet. Wahrscheinlich ist die Attack auch sehr schnell. Mhm. Deswegen ist die Vocal dann auch sehr bassig, sage ich mal. Und das ist nicht immer das, was ich möchte. Deswegen, also es ist beides super, aber halt nicht für jede Anwendung. Also man kann das gar nicht so richtig vergleichen, würde ich sagen. Ja. Beides gut. Jetzt, du hattest gerade Renaissance-Kompressor. Genau, der Renaissance-Kompressor bietet halt die Möglichkeit, dass man Attack-Release-Settings hier auch nochmal Elektro-Opto so eine Sachen switchen kann. Aber das sind alles so Sachen, in der Regel, in den seltensten Fällen benutze ich das. Also jetzt hier so Elektro, Opto, so eine Sachen. Ja. Genau. Die Backings sind auch relativ easy. Ist auch dieselbe Bearbeitung wie alles andere. Ich halte es immer sehr, sehr simpel bei solchen Rap-Geschichten. Und habe jetzt hier einfach nur den Cut ein bisschen höher gemacht. Und hier nochmal so ein Doubler drauf. Und habe die Mitte einfach gemutet. Und das macht im Grunde genommen das. Ja. Also im Grunde genommen liegen die Backings einfach nur links, rechts. Ich mag nämlich nicht, wenn Vocals übereinander liegen. Das klingt immer sehr unsauber. Das haben viele Oldschool-Rapper irgendwie eingeführt, hier in Deutschland vor allen Dingen. Und das ist so ein Sound, den ich gar nicht mag. Okay, du verteilst sie lieber. Genau. Und die Adlibs lasse ich durch den Panman laufen. Da ist auch dieser Telefonfilter drauf, wie bei diesen Stutter-Sachen. Und dann habe ich hier diesen Panman. Und der lässt die Adlibs von links nach rechts laufen. Yeah. Und ihr seht das hier. Super. Bei Reik hatten wir dann zwei Adlib-Spuren und die habe ich mir einfach gedacht, ey, ich will die jetzt nicht einfach starr links rechts haben, sondern die sollen trotzdem beide wandern. Mhm. Und habe dann hier bei der zweiten Adlib-Spur einfach das Panorama invertiert. Ah, okay. Das heißt, die laufen dann, immer genau, so. Gegenseitig. Ja, ja. Genau. Dope Boy, ja, du weißt, wer das heißt hat. Weiße Air Force, mein Trikot ist von Lakers. Genau. Hier kommt noch eine Frage zu dem EQ beim Recorden, weil du ja auch schon mehrfach jetzt gesagt hast, das ist deine Recording-Chain so. Das heißt, du hast da schon Plugins, EQs irgendwie drauf. Ja. Hier ist jetzt die Frage, wie stellst du den EQ beim Recorden ein? Kompensierst du was das Mikrofon macht oder irgendwas, was es angenehmer am Kopfhörer macht? Oder ja, ich mache, also ich habe, genau, ich habe in der Regel, gut, das sieht man jetzt hier nicht so gut, ich habe in der Regel so ein paar Frequenzzonen, die ich mir schon so vormale, sage ich mal. Also hier ist meistens 150 Hertz, ziehe ich ein bisschen was raus, weil das ist meistens so eine Frequenz, die ja einfach sehr boomy klingt, so in Vocals, die möchte man in der Regel nicht haben. Dann habe ich hier nochmal so 500, 600 Hertz, wo ich rausziehe, weil das sehr muddy die Vocal macht oder manchmal auch, also je höher man geht, desto nasaler klingt es und das möchte ich dann auch nicht. Und dann habe ich hier nochmal bei 3 bis 4K, weil das ist dann immer diese kreischende Frequenz, die man in den Kopfhörern nicht haben möchte. Ja. Und die passe ich dann halt nachher im Mix an, aber im Grunde genommen ziehe ich ungefähr diese 3 Frequenzen erstmal raus und habe dann hier im Nachhinein beim SSL-Channel ist das so meine allgemeine Frequenzkontrolle. Also ich habe hier diese 4 Bänder und gucke, was nehme ich raus. Hier habe ich einen Shelf-EQ. Der zieht bei 300 Hertz 3 dB raus und passt dann so diese Stimmfarbe ein bisschen mehr an. Ne? Also der erste EQ ist im Grunde genommen Raumresonanzen und Störfrequenzen und der zweite SSL-Channel ist dann im Grunde genommen die generelles Stimmfarbe. Shaping, genau, so eine Stimmfarbe. Und Kompression natürlich. Ja, genau. Genau, so stelle ich das ein. Und das geht dann meistens auch noch je nach Künstler auf Hall- und Delay-Spuren. Jetzt bei dem Song habe ich es sehr simpel gehalten, hier mit so einem, gut, der Reverb ist jetzt geprintet, aber ihr seht hier, hier ist Reverb. Haha, ich lüge euch nicht an. Ja gut, ist ganz leise. Kommt also er ist einfach nur da, damit er da ist. So. Wenn er nicht da wäre, würde man ihn irgendwo vermissen, und aber er darf jetzt auch nicht so. Naja, wie auch immer. Genau, und dann habe ich hier einfach nochmal auf allen Vocals eine Parallelkompression. Einfach um die Vocals noch ein bisschen im Vergleich zu den 808s so ein bisschen standhaft zu machen, dass die 808 das nicht so wegdrückt und dass die Vocal nicht so, genau, also einfach ein bisschen Dynamik rausnehmen. Hab hier auch eine sehr schnelle Attack- und Release-Zeit, also es ist, in dem Projekt will ich sehr aggressive Vocals, deswegen habe ich schnelle Attack- und Release-Zeiten.
Und eine hohe Ratio. Dann sehr hohe so Ratio, klappt. Sehr hoher Threshold. Also ich komprimiere hier wirklich viel. Boy, ja, du Alter, weißt, okay. Das heißt, genau. Nee. Und wenn ich den Mix jetzt komplett mal aufdrehe, hört ihr... Boy, ja, du weißt, wer das knallt ordentlich rein. Aber ich habe den jetzt hier wirklich nur so auf 10%. Alles klar. Wirklich sehr Parallelkompression. Genau, wichtig Parallelkompression. Zu sagen, ne? Sehr, weil sehr wichtig. Gerade genau. Hat man so, das sind auch so Sachen, die sollte man wirklich erst einsetzen, wenn man sich super sicher ist über seine Abhörsituation. Ja. Weil sonst kann es wirklich schnell passieren, dass die Vocal sehr unnatürlich klingt und das will man nicht. Und am Ende habe ich hier nochmal einen Soothe. Von Ök Sound. Genau, heute auch dabei. Genau, der Hammer wirklich. Also seitdem ich das, ich habe das glaube ich bei King Size mal in irgendeinem Stream gesehen, musste mir das sofort holen. Und hier mache ich so ein bisschen De-Essing, aber jetzt nicht durch, also ein De-Esser ist ja im Grunde genommen ein Kompressor, der einen Frequenzbereich komprimiert. Das ist ein bisschen mehr wie ein dynamischer EQ. Ja. Und man hat hier auch wieder eine coole Oversampling-Funktion. Wenn ich Resolution auf Ultra mache, dann nimmt mir das mein Laptop übel, deswegen lasse ich das. Und man hat hier so eine Sharpness- und Selectivity-Einstellung und Depth natürlich. Depth ist so ein bisschen wie die Range oder der Threshold. Und ich zeige euch mal, was du machst. Hier ein bisschen wie auflauten Software. Wenn man die Sharpness aber zu hoch zieht, genau, und das war im Grunde genommen schon der Mix zu Goonfieber. Also es passiert nicht wirklich viel. Kannst du das kurz nochmal bypassen und nochmal, dass wir es nochmal hören, was es ungefähr macht? So? Soothe? Ja, genau. Ja. Im Mix, ja. Big Boy, also steh ich. Mach mal, hier ist besser. Air Force, mein Trikot ist von Lakers. Ich bin Fake, Nigga, Fake Killer mit den Fake Guns. Sind ein Nigga, der auf deiner Party mit deinem Fake Guns. Ist nicht so scharf. Genau, ist nicht so scharf. Es klingt aber, es ist einfach ein Zauberplug-in. Genau. Wirklich, ne? Der Knaller. Ja, ja. Hier auf meiner Summe habe ich den Shadow Hills Kompressor. Ist aber auch ein geil. Ganz softes Setting. Also macht wirklich nicht viel von Lakers. Habe auch den Sidechain-Filter benutzt. Und hier den Optical Gain nochmal ein bisschen angehoben. Und dann habe ich hier noch ein Pro L. Könnt ihr euch auch gerne abkopieren. Aber es ist im Grunde genommen nur... Der passiert auch wirklich nicht. Wie gesagt, das ist am Ende auch nochmal zum Stem Mastering rausgegangen. Also das ist dann am Ende auch gar nicht mehr drauf gewesen. Ja. Ja. Cool. Genau. Gut, wir haben jetzt noch ein kleines bisschen Zeit und ich möchte euch noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar habe ich hier noch so einen Song, den kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr 16 Bars verfolgt. Das ist ein Song von Palace und Edosaya. Der heißt Wann, wenn ich jetzt. Den habe ich auch aufgenommen und gemixt. Und ich möchte euch so ein paar Special-Effekte zeigen. Weil wenn ihr jetzt schon ungefähr wisst, wie ihr einen clean Mix hinkriegt, dann ist es natürlich wichtig, wie man sich so von den anderen abhebt, ne? Ja. Und wie man so ein bisschen seine eigene Note da reingibt. Und was ich hier gemacht habe, sind so drei Sachen, die ich noch schnell zeigen möchte. Und zwar habe ich hier natürlich meinen Mix. Also jetzt kommt so hier. Genau, lass ruhig ein bisschen reinhören. Genau. Also ihr kriegt you get the idea, so es ist... Darf ich eine Zwischenfrage, ganz kurze Zwischenfrage. Wenn du mit Autotune mixt, packst du es direkt beim Aufnehmen direkt sozusagen rauf? Ja. Beim Auto, beim Aufnehmen, schon drauf. Low-Latency-Modus und drauf. Ich nehme sogar Autotune mit auf. Also ich pack's nicht nochmal auf den Bus oder so, sondern ich printe das direkt. Okay, ja. Weil ich im Nachhinein da meistens nicht mehr rangehe. Außer wenn ich Künstler habe, wo ich weiß, okay, da muss ich vielleicht nochmal Melodyne oder so. Da mache ich das dann nicht, aber wenn ich, also so in der Regel mit den Künstlern, mit denen ich arbeite, die sind sehr fit, was Intonation angeht. Und ja. Wenn es in der Mixing-Chain ist und du dich trotzdem noch entschließt, am Anfang wahrscheinlich. Als, genau. Ja, bevor der ganzen Bearbeitung. Genau, richtig. Ja. Alright, cool. Ja, go. Genau. Und jetzt hier haben wir ein paar coole Effekte. Hier habe ich so einen Low-Doubler, nenne ich den. Das ist so ein Pitching-Effekt und ein Doubler-Effekt. Ich zeige euch den mal solo und den packe ich immer nur so auf Stellen, wo wichtige Textzeilen sind oder wichtige Sequenzen in einem Mix. Und das klingt so. Yeah. Genau. Ist jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, ne? Also man sieht hier, Little Alter Boy habe ich genommen, habe den Pitch und Formant komplett runtergezogen und einfach ein Doubler mit so ein bisschen EQing, ne? Und die Mitte ist auch ein bisschen runtergezogen. Und das klingt dann immer in Mix ziemlich cool und das unterstützt. Es ist ein bisschen wie eine Backing-Spur, die aber jetzt keine Backing-Spur ist, sondern, also, ihr hört es ja. Ich mach heute noch, was ich mach, und das war alles, ich allein. Wollte nie Fame, gib mir nur Cash, damit ich fake, bist du dabei, sei mir nicht genau gleich. Dann hören wir hier schon meine Delay-Throws und Reverb-Throws. Die packt man natürlich nur in so Stellen, wo man eine Lücke hat. Also, wenn ich die jetzt mal muten würde, dann... Yes.
Klingt halt ein bisschen langweilig oder also vielleicht könnte man da irgendwas anderes reinpacken. Aber ich fand, es hat sich angeboten. Hier ist wieder so ein kleiner Pitching-Effekt. Hier habe ich allerdings nur den Formanten gepitcht. Der Formant ist so ein bisschen in dem Falle zu sehen, wie bei, wenn ihr Autotune habt, die, okay, jetzt sieht man es hier gar nicht. Ah doch, Throat Length heißt das eigentlich. In den alten, ich benutze das hier in dem Autotune gar nicht mehr so, aber die alten hatten noch so ein Rädchen, wo man das einstellen konnte. Genau. Ja. Und im Grunde genommen habe ich so gesagt seinen Hals größer gemacht. Ich zeige euch mal, wie das Solo klingt. Genau, so hier. Also der Pitch ist trotzdem noch, also die Tonhöhe ist dieselbe, aber er klingt halt, als ob er einen ganz großen Hals hätte, als ob er ein Riese wäre. Ja. Und da habe ich dann ein Pro-Q mit Telefonfilter, einfach nur um diese hohen Frequenzen und die tiefen Frequenzen aus dem Hall und aus dem Delay zu lassen, weil das stört manchmal. Ne? Ja. Ich möchte nicht, dass das interferiert mit dem, mit der 808 und auch mit der Stimme allgemein. Dann habe ich hier noch so einen Pitch-Modulator. Das ist ein Flanger einfach, kann man drin lassen oder auch nicht. Echo Boy Junior, den mag ich sehr doll, mit einem Ping-Pong-Delay und ein bisschen Filtering. Genau. Ja, das ist ganz wichtig und auch ordentlich Feedback, damit der schön durchknallt. Little Plate habe ich als Hall noch hintergemacht. Yes. Und jetzt kommt das Spannende, Echo Boy. Und zwar Echo Boy macht keinen Delay-Effekt, sondern ist eigentlich nur ein Tonshaper. Also, ich habe hier weder eine Echo-Time drin, ich bin hier auf Time gegangen, habe es komplett runtergezogen und auch kein Feedback. Worauf ich mich hier nur konzentriere, ist hier dieser Style. Ja. Und da kann man sich ein bisschen durchklicken, das ist auch cool für Adlibs oder allgemein für Synthi-Sounds. Und man hat hier so eine Bank an, ja, so Sounds. Ja. Und hier habe ich mich ein bisschen für so einen Algorithmus entschieden, der diesen Hall-Sound ein bisschen andickt. Also ich kann mal hier so ein bisschen durch, dann könnt ihr hören, wie das klingt. Ja, warte mal, ich gehe mal hier mit dem Transienten rein. Gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe mich hier für Analog Delay entschieden, einfach um den Sound ein bisschen. Ja, das ist ja natürlich eine geile Idee, Echo Boy mal nicht als die in der Delay-Funktion überhaupt nicht zu benutzen, sondern einfach nur für diese Filter. Weil es ist einfach, das macht wirklich eine ganze Menge. Tone Shaping. Es ist auch nicht nur Filter. Also wenn du hier auf Style Edit gehst, hast du Saturation, absolut, hast Pitching-Effekte, hast EQs, Diffusion kannst du auch machen, also so, dass es ein bisschen klingt wie ein Hall. Ne, das ist eine coole Sache. Und dann habe ich am Ende eigentlich nur noch mal ein Tilt. Genau, ein Tilt, damit es ein bisschen mehr durchkommt im Mix. Also das war am Ende so die Stufe, wo ich wirklich dieses, das ist einfach. Genau. Und hier habe ich das Gleiche nochmal gemacht, nur mit einem Reverb. Also hier ist auch wieder dieser Echo Boy drauf, aber das ist wieder, wie gesagt, dieselbe Einstellung wie hier oben. Mhm. Habe so gesagt den Delay weggelassen. Und das hat dann so geklungen. Ne? Also es ist im Grunde genommen einfach nur, ja. Cool. Nochmal mit den Original-Vocals, dass man nochmal hört, wo es irgendwie so ist. Yes. Und der Grund, warum ich hier nur mich für einen Hall entschieden habe und nicht für ein Delay, ist, weil hier so Adlibs schon in der Mitte waren, also in der Lücke. Und hätte ich jetzt ein Delay gehabt, dann hätten die übereinander gespielt. Das wäre komisch gekommen. Also so vom, ne? Das Ohr kann sich ja immer nur auf bestimmte Momente konzentrieren, nicht auf mehrere Sachen. Und deswegen ging es mir darum, dass ich genau hier zusehe, dass da nichts übereinander liegt. Genau, das sind so ein paar Special-Effekte. Ich habe mich auch hier bei so Gesangssachen, es ist umso wichtiger, finde ich, weil ich sehe immer, dass Hallfahren in so Gesangs Songs, also so, ne, nicht in Rap-Songs, sondern so in Gesangsdingern, wichtig sind. Und ich kriege oftmals, wenn ich so geprintete Reverbs kriege, kriege ich oftmals Hallräume, die viele Höhen haben und so. Und das klingt sehr unschön. Mhm. Ich möchte euch jetzt noch einmal als vielleicht allerletztes zeigen, wie ihr einen clean Hall-Sound bekommt. Sehr gut. Genau. Also ich habe hier den allgemeinen Vocal Reverb, sage ich mal. Welche Stelle nehme ich mal? Hier den einfach. Das ist der Vocal Sound. Ohne meine Bearbeitung klingt der so. Geht auch noch klar. Ist jetzt eine, also es gibt natürlich auch bessere Beispiele dafür, aber ich will euch nur einmal zeigen, wenn ihr irgendwie Probleme habt mit hochfrequenten Tönen in eurem Hall, dann solltet ihr einmal vor das Hall-Plugin
Deesser. Genau, ein Deesser packen. Ja, ich habe jetzt kein Oversampling gemacht, weil ich glaube, zu der Zeit hat mein Setup das nicht hergegeben. Und habe hier wirklich doll deessed. Also die Range ist komplett runtergezogen. Ja. Und knall wirklich jeden S-Laut komplett weg. Und dann habe ich hier nochmal den Brainworks EQ. Und der macht im Grunde genommen einfach nur hier nochmal so einen Telefonfilter. Den finde ich insbesondere schön für Hallfahren, weil der trotzdem so eine gewisse Präsenz gibt und ich im Nachhinein nicht so super viel nochmal EQen muss. Mhm. Und wenn man die zwei Sachen drauf hat, dann merkt man, dass der Hall sich so ein bisschen der Main Vocal unterordnet, aber da ist. Ja. Und, achso. Also eher auch. Ich höre mich wieder nur links, deswegen habe ich hier das, genau. Und dann habe ich einfach nur noch am Ende nochmal so einen Brainworks EQ, der hier in den hohen Mitten ein bisschen was rausnimmt, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu blechern gewesen am Ende. Und, ups. So ja, ich denke, der entscheidende Punkt ist halt einfach nicht den Reverb immer so nehmen, wie er ist, genau. Sondern sich einfach auch noch überlegen, was stört mich vielleicht daran und den so zu shapen, dass es funktioniert. Ne? Ich finde gerade S-Laute, die in so einen Reverb reinkommen und dann macht der Reverb so ganz schrecklich. Das ist irgendwie doof. Ne? Genau. Die Esser finde ich auch total wichtig. Um einiges cleaner. Filtern, einfach auch, weil man oftmals diese tiefen Bässe, die so ein Reverb erzeugt, auch nicht so richtig braucht, sondern die matschen so einen Mix irgendwie oftmals voll. Weil das mehrfach hier gefragt wurde, gib mir, also The Producer Network und du, also es gibt ja nochmal, auf jeden Fall kann man ja vielleicht schon ja so ein bisschen anteasern, ja, ja. Es wird da ein bisschen was geben von dir, ein bisschen Info, also auch, wenn wir hier auf nicht so viele Fragen eingehen konnten, die ihr so in dem Chat gestellt habt. Ihr könnt mich auch gerne auf Instagram anschreiben, also ich antworte, ich mache auch immer Fragerunden, ihr könnt gerne Fragen stellen, ich beantworte fast alles, außer persönliche Fragen. Genau. Genau. Dann würde ich sagen, weil das ist auch sehr umfangreich natürlich, ne? 808, 808, schreien alle so, ey, wir wollen wissen, wie macht man die 808? Okay, das kann ich euch noch mal willst du noch zwei, drei Tipps zum 808, zur 808 rausknallen? 808s lasse ich in der Regel fast so, wie sie sind. Außer, und dann mache ich sie laut. Es ist wirklich so. Hier in dem Fall habe ich einfach nur noch mal ein bisschen Saturation und habe ich noch mal so ein bisschen. Dieser Max-Bass ist im Grunde genommen auch so eine harmonische Distortion, würde ich sagen. Und habe da einfach noch mal so ein bisschen den oberen Bass herausgehoben. Aber am Ende passiert dann nicht wirklich viel. Also wie ihr seht, geht der ganze Mix auf den Beatbus. Auf dem Beatbus passiert ein Kompressor und hier auch noch mal so eine kleine Soft-Clipping-Instanz. Mhm. Aber mehr passiert da eigentlich nicht. Also ich habe hier diesen Max-Bass. Ich kann euch mal zeigen, wie die 808 klingt ohne. So. Sag mir nur, wann bin ich jetzt? Vielleicht brauche ich nur einen Test. Ja. Und dann bin ich ist okay, ist eine super 808, aber in dem Fall klang sie mir dann doch zu clean irgendwie. Hm? Und ich fand auch ein bisschen mit diesen ganzen Effektgeschichten und so, das musste ein bisschen dreckiger klingen. Na, und die Zauberei ist ja für mit dem Maxbass auch immer, wie kriegt man es so, dass sie auf kleinen Speakern hörbar ist. Genau, ne? Richtig. Ja. Genau, und dafür habe ich den Maxbass dann benutzt, richtig. Der klippt hier auch an manchen Stellen, ich glaube, wenn die 808 ein bisschen hoch geht, aber das hat mir auch ein bisschen gefallen, deswegen habe ich es drin gelassen. Ja, voll. Ist jetzt ein bisschen schluderig, aber es ist, wie es ist. Und dann habe ich hier nochmal den Decapitator drauf. Der auch nochmal Obertöne erzeugt. Genau, und hier hat man ein weites Spektrum an Algorithmen. Eigentlich benutze ich immer nur A oder E. A ist im Grunde genommen ein Algorithmus, der Sachen ein bisschen dumpfer macht. Mhm. Und E ist eine Höhenanhebung, aber in dem Fall habe ich mich für P entschieden. Und habe dann auch noch mal ein bisschen Drive reingegeben. Aber mehr ist es dann am Ende auch wirklich nicht. Ich zeig auch. Das Wichtigste ist eigentlich in so einem Mix, ist, was um die 808 passiert. Also nicht mal die 808-Bearbeitung an sich, sondern hier zum Beispiel beim Sample habe ich ein bisschen mehr drauf. Also ich ziehe hier auch wirklich Frequenzen raus, die mit meiner 808 clashen. Und versuche auch. Das ist die Source, genau. Und auch die Vocal darf nicht zu viele Basstöne haben. Oder wenn ihr das macht, dann muss die gespreadet sein. Also es darf sich nicht in die Quere kommen. Ja. Und man muss sich ein bisschen den Raum für die 808 schaffen. Also ich kann jetzt so viele Sachen zeigen, die man auf eine 808 packen kann. Aber das ist dann wieder dieses, er hat es gezeigt, aber es wird nicht in jeden Mix passen. Ja. Und deswegen sage ich immer, lasst die 808s einfach so, wie sie sind und guckt baut einfach drumrum. Genau, baut drumrum. Ja, das ist eigentlich stimmt. Das. Vor allem, wenn man eben schon da sitzt und sagt, boah, das
die ist so fett, die ballert. Genau, weil die meisten Drum- und 808-Samples sind so oft schon geprocessed, ja, dass man da nicht nochmal irgendwas draufpacken muss. Die klingen eigentlich schon fast fertig. Ja. Und dann muss man meistens nur noch so ein bisschen Tone-Shaping machen, sage ich mal, dass es in den Mix passt. Aber an sich, der Sound bietet eigentlich schon alles, was man haben möchte. Ja. Ja. Alex, du hast noch so viele Beispiele. Irgendwie, wir hätten jetzt noch hier locker 3 Stunden füllen können, so, ne? Aber wir haben ja noch was vor. Genau, wir haben noch was vor, so irgendwie schon mal super angeteasert. Genau. Ey, vielen, vielen Dank, dass du hier da warst. Ich hoffe, euch hat das auch hier Spaß gemacht und was gebracht. Safe. Sorry, dass wir nicht so viel auf die Fragen hier eingehen konnten, weil wir haben aber auch keine Langeweile gehabt, muss man sagen. So, ne? Also da kommt auf jeden Fall noch was. Und jetzt schalten wir hier aus der SAE Berlin wieder nach Köln um. Da kommt Dennis Schnichels wieder mit Tipps zu FL Studio dann. Viel Spaß. Macht's gut.